sich auch ganz gut an. Oder ist das nur ein Kron? Ah, nee, ist ein Euro tatsächlich. Ich glaube, wir brechen echt den Rekord heute. Ich fasse es nicht, das hätte ich nicht gedacht. Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wie ihr seht, heute befinden wir uns an einem See. Da haben wir auch schon mal gesucht. Da habe ich 3 Videos gebracht, wie wir im Wasser gesucht haben. Aber heute wird nicht im Wasser gesucht, sondern dort auf den Volleyballfeldern. Ihr seht, ich stehe hier auch mit dem Auto. Wir übernachten das Wochenende hier. Liebe Grüße gehen nochmal an den Eigentümer raus und Dankeschön für die Möglichkeit, hier suchen und vor allem übernachten zu dürfen. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Und ja, wir werden mit dem Metalldetektor suchen, wie viel die Leute auf den Volleyballfeldern verloren haben. Ich habe heute auch Volleyball gespielt. Hoffentlich nichts verloren. Wenn doch, dann werden wir es eventuell wiederfinden. Mal sehen. Und ich bin einfach gespannt, ob und wie viel die Leute dort generell verlieren. Weil die Felder werden eher schon von Leuten benutzt, die einigermaßen Volleyball spielen können. Und ich denke mal, dass die eigentlich nicht so viel Geld am Mann haben. Aber eventuell ist auch meine Geburtstagstruppe dabei gewesen, die Taschen voll hatten. Und ja, deswegen bin ich auch sehr gespannt, was wir heute finden werden. Vielleicht ist auch ein bisschen Schmuck dabei. Und ich zeige euch mal das ganze Zeug, was wir dafür heute alles brauchen. So, neben meinen pinken Latschen brauchen wir eigentlich nur diesen Metalldetektor hier und einen Pinpointer sowie ein Grabungsmesser. Mehr brauchen wir nicht, außer noch die Kopfkamera, die ich mir jetzt aufsetzen werde, damit ihr seht, was ich sehe. Genau, dann würde ich sagen, geht es auch schon los. Und mich würde mal interessieren, was ihr denkt, wie viel Kleingeld wir heute finden. Ich gebe einfach mal so eine Schätzung ab und sage so 12,50 Euro. So, das ist meine Hoffnung. Ich werde suchen, bis es dunkel ist und bin gespannt, was ihr so in die Kommentare schreibt, was ihr so für Vermutungen habt. Und bitte nicht schummeln, also nicht im Nachhinein schreiben. Das wär natürlich frech. Und da ist auch schon das erste Signal für heute, ein 77er Leitwert, was eigentlich immer ein 2-Euro-Stück ist. Wollen wir mal gucken, ob das heute auch der Fall ist. Jawohl, seht ihr es da? 2 Euro und das fängt doch schon mal sehr, sehr gut an, ist sehr vielversprechend und daher denke ich, erstens hat hier noch keiner gesucht und zweitens wird hier sehr viel Geld liegen, deswegen da freue ich mich drauf und ja, dann machen wir einfach weiter und gucken nochmal genau, wer hier Geld verloren hat und wie viel vor allem. Und da ist auch schon das nächste Signal, ein 87er Leitwert. Das klingt sehr, sehr schön. Könnte auch wieder ein Geldstück sein. Aber ist alles relativ tief, merke ich gerade. Jawohl, es ist ein 50-Cent-Stück. Sehr, sehr schön. 2,50 Euro schon. Ich denke mal, da kommt echt eine ganze Menge Geld zusammen heute wieder. Da freue ich mich und es wird ja auch, wie gesagt, einem guten Zweck zukommen. Und das ist doch die Hauptsache. Bevor es weitergeht mit der Schatzsuche auf den Volleyballplätzen, möchte ich euch ganz kurz noch was zu dem heutigen Sponsor erzählen. Und bevor ihr wegschaltet, das ist wirklich was Sinnvolles und ich war tatsächlich vorher schon Kunde von denen, weswegen das Ganze hier sehr, sehr gut passt. Es handelt sich um Clark. Clark ist ein kostenloser Versicherungsmanager für euer Handy und ihr könnt da einfach eure Versicherung hochladen. Habt ihr dann auf einen Überblick, könnt neue Versicherungen abschließen, könnt alte Versicherungen kündigen und habt auch immer einen Ansprechpartner zur Hand. Und deswegen bin ich davon auch wirklich überzeugt, weil mit Thema Versicherung bin ich ein bisschen auf Kriegsfuß, vor allem wegen der ganzen Zettelwirtschaft. Aber das fällt halt durch Clark komplett weg und deswegen bin ich sehr, sehr überzeugt davon. Ich würde sagen, am besten zeige ich euch einfach mal direkt, wie das in meiner App zum Beispiel aussieht. Wenn ihr auf die App raufgeht, dann habt ihr hier eine Übersicht pro Monat, pro Jahr, was ihr an Versicherungen bezahlt und es ist gut, eine Übersicht darüber zu haben, weil es halt um bares Geld geht. Und hier unten seht ihr dann die hochgeladenen Versicherungen, zum Beispiel hier diese Berufsunfähigkeitsversicherung, die hier oben steht, die habe ich mit Clark abgeschlossen, da hatte ich dann einen Ansprechpartner, das ging sehr, sehr unkompliziert. Dann seht ihr noch meine 3 anderen Versicherungen, die ich habe, Kfz-Versicherung, Renten- und Krankenversicherung und die sind noch grau, Bewertung unbekannt, weil ich die Verträge gerade erst eingescannt habe, aber da müsst ihr einfach nur ein Foto von dem Vertrag schicken, ich glaube 1-2 Seiten reichen. Wie man schon raushören kann, ich bin einfach Fan davon, weil das Ganze ohne Papier funktioniert und gerade dadurch, dass wir halt, wie gesagt, viel im Bus unterwegs sind, ist das sehr, sehr von Vorteil. Und ja, das Ganze ist aber auch von Vorteil für euch, denn ihr könnt euch die App kostenlos runterladen in der Beschreibung und mit dem Code LANGE45 könnt ihr einen 45 Euro Amazon-Gutschein bekommen. Ihr müsst nur 3 Versicherungen hochladen, also 15 Euro pro Versicherung, das dauert nur ein paar Tage. Das könnt ihr in Deutschland, aber auch in Österreich machen. Danke Clark nochmal für die Unterstützung und dann würde ich sagen, geht's jetzt weiter mit der Schatzsuche auf den Volleyballplätzen. So, da ist endlich das nächste Signal und auf dem kompletten Volleyballfeld, das habe ich jetzt systematisch abgesucht, lag gar nichts. Ist aber auch eigentlich logischer, dass neben den Volleyballfeldern am meisten liegt. Ich denke, wenn auf den Volleyballfeldern Signale kommen, dann eventuell verlorener Schmuck oder so. Aber mit Kleingeld ist es halt doch ein bisschen unwahrscheinlicher, dass die Leute damit spielen. Und wir haben 10 Cent, damit geht der Counter wieder weiter. Und ich denke mal, dass hier zwischen und neben den Volleyballfeldern vor allem am meisten Signale kommen werden. Aber das werden wir im Laufe des Videos noch sehen. Hm? Oha, ein 95er Leitwert? Was ist das denn? Das ist ja ein komisches Teil. Ja, keine Ahnung, ich deklariere es einfach mal als Müll, dann startet auch dieser Counter. Den Müll nehmen wir natürlich mit, dann ist die Verletzungsgefahr vor allem auch für uns Volleyballer ein bisschen geringer, wenn der ganze Schrott hier runterkommt.
Ah, direkt hier unter der Cordline haben wir ein 86er Signal. Wo jemand beim Aufschlag oder so verloren. Aber das müsste theoretisch auch, jawohl, da ist es, Geld sein. 20 Cent, sehen auch schon ein bisschen dunkler aus. Was ist das hier? Müsste Frankreich sein. Cool. Ich habe jetzt schon wieder vergessen mitzuzählen, aber ich glaube, es sind 2,80 Euro mittlerweile. Das ist doch eigentlich ganz okay bisher. Aber da wird noch einiges kommen, denke ich mal. Gerade wenn wir hier die Ränder absuchen, da ist, wie gesagt, denke ich, die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass da was liegen wird. Oh, ein 76er Signal geht verdächtig nah an ein 77er Signal heran. Komm schon. Komm schon. Jawohl, es sind tatsächlich 2 Euro. Guckt euch an, wie dunkel die sind. Die liegen ja wahrscheinlich schon ein, zwei Jahre. Ja, sind aber von 2008. Na gut, das hat nichts zu heißen. Weiß man ja trotzdem nicht, weil sie verloren sind. Egal, 2 Euro finde ich immer am liebsten. Deswegen ist das 77er Signal auch, ja, mein Favorite, würde ich sagen. Anscheinend wurde doch das ein oder andere Kleingeld hier direkt auf dem Feld verloren. Ja, der hintere Rand hier am Spielfeld ist schon ein bisschen grüner. Aber ich vermute, das ist eher ein Kronkorken vom Signal her. Jawohl, ein alter Kronkorken. Das war eigentlich klar. Das hört man auch relativ gut mit dem Metalldetektor. Könnte aber sein, dass hier trotzdem noch ein gutes Signal kommt. Und das klingt auf jeden Fall, jawohl, das klingt nach Geld. 50 Cent, sehr, sehr schön. Was ist das hier? Spanien, glaube ich, 2002. Sehr gut, kommt mit. Und, liegt hier noch mehr? Das hier vielleicht noch? Weil das hat sich auch so ein bisschen nach Kronkorken angehört. Ja, okay, nächster Kronkorken. Na gut. Noch was hier? Ja. Das klingt auf jeden Fall wieder sehr sauber. Das ist, denke ich... Ja... Oh, ein Euro sogar. Sehr schön. Das ist natürlich cool. Zack. Und hier hat doch irgendwer seine Tasche abgestellt und dabei Kleingeld verloren. Das hört man doch. Sogar noch mehr. Ja, vielleicht sind Volleyballplätze doch eine ganz kleine Goldgrube hier. 20 Cent. Österreich, glaube ich, ist das. Egal. Zack, nehmen wir mit. Und es hört noch nicht auf. Hier ist noch mehr. Sehr, sehr gut. Das ist ein bisschen tiefer. Ich glaube, da muss ich tatsächlich mal mit dem Grabungsmesser ran. Jawohl. Nochmal 20 Cent. Die sind fast prägefrisch aus hier. Die glänzen noch richtig. Ist komisch. Manche Euro-Stücke, die sind von 2020 oder so und sehen komplett alt aus. Und dann gibt es welche, die liegen ein bisschen länger schon, ein bisschen tiefer. Und die sehen auch ganz gut aus. Na, wer bist denn du? Hallo? Na, du? Interessiert, was das für Geräusche macht hier, ne? Ja, hier ist schon so halb im Rasen drin. Ich weiß auch noch nicht ganz genau, wo es sein wird. Aber es ist auf jeden Fall ein Geldsignal. Ja, perfekt. Das ging einfach. 50 Cent. Der Counter geht ganz gut. Das hier sind wieder spanische Euro. Also spanische 50 Cent. Und ja, ich denke mal, hier hinten an der Rasenkante, da haben auch viele ihre Taschen abgestellt. Das heißt, wir werden nicht nur im Sand suchen, sondern eventuell dann noch ein bisschen auf dem Rasen. Aber das muss ich nochmal mit dem Eigentümer klären. Deswegen machen wir erstmal hier den ganzen Sandkasten unsicher. Und dann, je nachdem, wie es gelaufen ist, nochmal ein bisschen Rasen. So, wir haben die beiden da hinten abgesucht. Jetzt kommt das dritte und da hinten sind nochmal 3. Das heißt, ja, da wird noch ein bisschen was vor uns sein. Und hier ist auch schon wieder das nächste Signal. Diesmal wieder direkt auf dem Volleyballfeld. Aber das dürfte auch Kleingeld sein. Ja, und das ist tatsächlich sogar ein Euro. Mit dem Da Vinci drauf, also Italien. Sehr schön. Ne, das läuft ganz gut. Ich hoffe, die Dunkelheit kommt jetzt nicht zu schnell. Ansonsten machen wir morgen früh weiter, wenn es wieder ein bisschen heller ist. Aber ich melde mich da nochmal, falls es zu dunkel wird. Ah, hier an der Außenlinie ist jemand nach einem Ball gehechtet, der offenbar auch ein bisschen Kleingeld in der Tasche hatte. Aber sehr, sehr tief. Aber es sind 10 Cent. Sehr gut. Das hört sich ein bisschen zu groß an für Geld. Ehrlich gesagt. Muss ja hier auch nicht im Boden sein, sowas. Das ist tatsächlich eine scharfe Dose. Gut, war jetzt auch ein bisschen tiefer, das heißt, es hätte sich wahrscheinlich keiner eingetreten. Aber wer weiß, der Sand ist natürlich auch immer in Bewegung. Es könnte sein, dass sie doch irgendwann hochgekommen wäre. Hey, na? Du schon wieder? Dein Halsband passt zu meinen Schuhen. Cool. Aufpassen. Aufpassen.
Hui, hui. Hui. Na los, such mir mal ein schönes Signal. Der Hund ist leider schon wieder weg, aber wir haben hier trotzdem so ein gutes Signal. Und es sind 10 Cent. Na gut. Schade, wäre witzig gewesen, wenn der Hund danach gegraben hätte. Wäre schon cool, so eine kleine Grabungshilfe. 78er Signal hier direkt bei der Hundetatze. Das klingt doch wieder nach einem, jawohl, 2 Euro Stück. Sehr, sehr cool. Das läuft tatsächlich sehr, sehr gut. Freut mich. Ich hoffe, die Lichtverhältnisse stimmen noch einigermaßen. Ein bisschen machen wir heute auf jeden Fall noch. Ja, das klingt sehr stark nach Geld und auch sehr, sehr flach. Hören wir mal durch den Doppelton. 50 Cent. Bestimmt relativ frisch verloren. Aber ich glaube, ja, das könnte auch ein Kronkorken sein. Na, wobei, klingt relativ sauber. Da. Na, es ist doch Geld. Jawohl, 10 Cent. Wesentlich tiefer als die anderen. Was ist das hier für ein Land? Uff, ich glaube, Französisch ist, ja, Frankreich ist das hier auf jeden Fall. Und ja, wenn hier so viel Geld rumliegt, dann wird hier vielleicht auch noch mehr liegen. Ist hier vielleicht mehr verloren gegangen. Oh, wobei, sieht nicht so aus. Ja, das ist ein Kronkorken. Ziemlich sicher, ja. Ich schwöre wieder ein 77er Signal. Wenn das wieder 2 Euro sind, dann ist es... Ja. Jawohl, doch. Dann ist es echt ein bisschen einfach, teilweise. Also es ist krass. Das ist, glaube ich, schon das 4. 2-Euro-Stück, wenn ich mich nicht komplett verzähle. Beschweren kann man sich da gar nicht, auf jeden Fall. Klingt ein bisschen komisch, das Signal. Aber es sind tatsächlich 2 Euro schon wieder. Da muss aber noch was liegen, weil das klang wirklich komisch und war kein 77er-Signal. Aber bei hier ein Eisensignal. Könnte sein, dass das hier... Ah, guck mal, eine Schraube. Das ist natürlich nicht so gut. Könnte sein, dass das ein bisschen das Signal beeinflusst hat. Aber ich hätte nicht gerechnet gerade mit 2 Euro. Das war ein ganz, ganz anderer Leitwert. Ja, Freunde, angesichts der anbrechenden Dunkelheit würde ich sagen, verschieben wir den Rest auf morgen. Wir schlafen ja die Nacht hier in dem Auto direkt an der Stelle hier und ich denke mal morgen, also wir haben noch 2 Volleyballfelder vor uns und dann können wir auch ein bisschen noch auf dem Rasen suchen, eventuell auch an der Badestelle hier. Wenn euch das gefällt, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da und schreibt auch mal in die Kommentare, wo ich sonst noch so sondeln könnte. Ich bin auf jeden Fall auf eure Ideen gespannt und würde sagen, gute Nacht und bis morgen, beziehungsweise für euch bis im Anschluss direkt. Guten Morgen, Freunde. Wir sind wach. Es war eine wunderschöne Nacht und der Morgen ist umso schöner. Heute wird nochmal ein richtig schön warmer Tag und deswegen werden wir jetzt weitersuchen. Die 2 Volleyballfelder da hinten, die werden jetzt dran sein. Dann die Badestelle hier und eventuell nochmal die Badestelle hinten. Da soll laut Aussagen von einigen Zuschauern gestern Abend noch ein bisschen was liegen. Da ist auch ein bisschen mehr Sand und ja, die haben wir selber schon 30 Euro gefunden. Dementsprechend kommt ja auch ein bisschen weniger, aber nichtsdestotrotz kommt ja viel Geld und wir haben jetzt auch schon über 6 oder über 7 Euro gefunden. Deswegen bin ich ja zuversichtlich, dass wir meinen Tipp vom Anfang auf jeden Fall erreichen werden. Genau, ich mache mich wieder fertig und dann sehen wir uns da hinten auf den 2 Volleyballfeldern. Ich denke mal, da wird es auch noch mal ganz gut laufen. Und es geht schnell. Wir sind auf dem ersten Feld von 2 und wie ihr seht, es ist wunderbar gehakt. Und man hört auch schon das erste Signal direkt wieder, ein 83er Leitwert. Und das ist doch wahrscheinlich, jawohl, wieder Geld, 10 Cent. Und das läuft doch schon wieder ganz angenehm heute. Nicht nur das Wetter ist gut, sondern auch die Signale kommen rein. Was will man mehr? Ah, das ist 77er Signal, aber ein bisschen kurz. Mal gucken, ob das 2 Euro sind. Ja, tatsächlich. Dadurch, dass sie hochkant drin waren. Oh, was ist das hier? Belgien, glaube ich. Krass. Einfach wieder 2 Euro. Okay, das Feld hier scheint ganz ergiebig zu sein. Wir sind wirklich erst seitdem da gelaufen, also seit 2 Metern. Und dadurch, dass halt gehakt ist, sehe ich auch genau, wo ich schon lang gelaufen bin. Das ist natürlich super. Wir sind wieder da, wo wir gestartet sind. Sind jetzt einmal hin und wieder zurück. Und hier ist tatsächlich auch schon... das nächste Kleingeldsignal. Ich denke mal, hier in der Ecke ist am meisten verloren gegangen irgendwie. Warum auch immer. Und das sind wieder 50 Cent. Sehr gut. Vielleicht suche ich hier nochmal ganz genau in der Ecke. Weil da kam jetzt 2,60 Euro, glaube ich, insgesamt schon. Hier ein etwas tieferes Signal. Man hört es nur ganz leicht. Hat aber einen guten 80er Leitwert. Von daher denke ich, das könnte trotzdem Geld sein. Auf jeden Fall. Ja, guck mal da. Ganz unten. Und zwar 50 Cent wieder. Sehr schön. No, das war relativ tief hier. Ah, das hier ist, glaube ich, nochmal Kleingeld. Ansonsten sind wir jetzt fast am Ende des Volleyballfeldes. Ein, zwei Signale werden vielleicht noch kommen. Ja, zum Beispiel dieses 1-Euro-Stück hier aus Irland. Sehr cool. Der Counter geht heute wirklich gut fleißig,
muss ich sagen. Und ich glaube, wenn wir hinten die Badestelle, wenn wir da noch ein bisschen Glück haben, dann toppen wir auf jeden Fall mein Ziel, was ich mir heute für heute gesetzt habe. Vielleicht auch eure Ziele, die ihr in die Kommentare geschrieben habt. Ich bin gespannt, was ihr so schätzt. Ich hoffe, keiner schreibt irgendwie 100 Euro oder so, weil das ist dann doch ein bisschen sehr, sehr viel. Es ist die letzte Bahn von diesem Volleyballfeld und damit auch wahrscheinlich das letzte Signal für das Volleyballfeld zumindest. Aber wir gehen gleich noch nebenan suchen, 50 Cent, weil da sind noch Bänke, wo sich die Volleyballer dann in einer Pause oder so aufhalten. Und da, denke ich, liegt auch noch ein bisschen was, wenn wir Glück haben. Ein bisschen was außer Kronkorken hoffentlich auch. 86er Leitwert. Ja, sind jetzt hier neben dem Volleyballfeld auch noch. Aber da liegt anscheinend auch noch ein bisschen was, schon wieder 50 Cent. Okay, die Spur machen wir noch und dann, wie gesagt, nochmal die Bänke. Da wird nochmal ein bisschen was kommen, hoffe ich. Ja, 88er Leitwert. Da. Und nochmal 50 Cent. Das ist echt krass. Und hier noch ein bisschen Müll, den nehmen wir noch oft. Zack. Ja, hier direkt an der Seite soll eventuell ein bisschen Kleingeld sein, ja? Nein, es ist einfach nur ein Deckel. Schade. Und die haben auch immer ein sehr, sehr gutes Signal, diese Schnapsdeckel. Kronkorken eher nicht so, aber generell Schnapsdeckel schon. Ups. Dann das jetzt aber hier. Boah, ist das tief. Oh. Oha. Das gibt's nicht, oder? Mal ganz kurz, das ist eine Silbermünze und da steht Deutsche irgendwas. Und wenn das jetzt eine alte Silbermünze ist, das wäre natürlich richtig krass. Ach, es ist ein Pfennig. Ah, okay, eine Mark, eine deutsche Mark aus Alu. Ich dachte, das wäre eine Silbermark oder sowas. Aus dem Kaiserreich. Okay, egal. Eine Mark nehmen wir natürlich mit. Ist doch ganz witzig, dass das hier noch liegt. Wir haben schon hier den ganzen Bereich da von den Bänken abgesucht. Jetzt kommt endlich mal ein Signal hier direkt an der Bank, was wirklich Kleingeld sein sollte. Was auch relativ flach liegt. Oh nein, es ist schon wieder ein Deckel. Okay, davon habe ich gerade echt viele gefunden. Ich glaube, das ist jetzt der vierte hier. Ich habe euch die anderen sicherlich nicht gezeigt, aber wir nehmen sie mal in den Counter mit auf. Und dann müssen wir jetzt einfach mal hoffen, dass hier auch noch mal ein bisschen Kleingeld kommt. Ah, das nehme ich zum Beispiel in Kronkorken hier. Ja, sowas brauchen wir nicht. Wir nehmen es natürlich mit, aber wir wollen doch das Kleingeld finden. Ne? Ja, 77er Signal, genauso. Jawohl, 2 Euro. Sehr schön. Was ist das für ein Land? 2016 Sachsen. Ach so, verstehe. Egal, sehr gut, sehr gut. Vielleicht kommt jetzt hier endlich noch mal ein bisschen was. Gut, okay, ich würde sagen, das war es jetzt erstmal auf den Volleyballplätzen und hier auch an den Bänken, da kam leider nicht so viel. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt Kleingeld gefunden haben. Ich glaube, eine Mark war dabei und sehr viele Decks. Ich weiß noch nicht, wie viele ich gezeigt haben werde. Aber wir werden jetzt erstmal frühstücken gehen und dann werden wir nochmal die Badestellen absuchen, nachdem wir uns etwas gestärkt haben. Also bis gleich. So, wir haben schön gefrühstückt. Jetzt wird, wie gesagt, diese Badestelle abgesucht und dann ganz dort hinten, da ist nochmal richtig viel Sand und da werden wir auch nochmal suchen. Ein paar Euro werden schon noch zusammenkommen. Und da ist auch schon das erste Signal hier an der Badestelle. Ein bisschen tiefer, hier ist ein bisschen Müll, den nehmen wir mit. Aber es ist ein bisschen zu tief. Also es ist wieder nicht im losen Sand. Aber vielleicht ist es trotzdem was Gutes. Ja, tatsächlich. Einfach 10 Cent. Und das bedeutet doch, dass hier anscheinend auch noch ein bisschen was zu holen ist. Sehr gut, das ist auch sehr flach, das hört man. Und einfacher geht es fast nicht. 20 Cent und liegt hier noch was. Nicht wirklich, oder? Hm? Das klingt ein bisschen nicht so gut, das Signal. Aber es ist doch ein Euro. Ups, okay, habe ich mich wohl ein bisschen geirrt. Vielleicht grabe ich doch lieber jedes Signal, was hier ist. Das hier zum Beispiel auch. Oh, das klingt ganz gut. Ja, 10 Cent. Okay, läuft krass. 74er Signal. Ja, wobei, gerade eben stand 77 da. Ah, nächste 2 Euro oder was? Ist schon wieder der harte Boden hier. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. So. Aha, okay, nee, es sind 10 Cent. Noch im harten Boden drin gewesen. Manchmal auch trügerisch der Leitwert. Ist natürlich nicht immer ganz 100% akkurat, aber meistens kann man doch schon ganz gut drauf schließen, was es ist. Ja? 86er.
Jawohl, das ist wieder Geld. Und ein Euro sogar. Sehr schön. Ist das hier wieder Mozart drauf? Dann wahrscheinlich Österreich, denke ich. Naja, ihr werdet mich verbessern, wenn es falsch ist. Aha, hier auch gleich wieder eins. Das ist einfach. Wieder 20 Cent. Nee, es ist schon bemerkbar. Auf jeden Fall, wenn ein Bereich abgezäunt ist und da nicht jeder einfach drauf suchen kann. Da findet man schon deutlich mehr auf jeden Fall. Ein 80er Leitwert. Hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Und es ist der nächste Euro. Sehr schön. Die hören sich teilweise ein bisschen unsauber an, die Euros. Nicht so ganz sauber wie 50 Cent oder sowas zum Beispiel. Aber man kennt sie dennoch sehr gut im Vergleich zu Kronkorken oder so. Das hört sich auch sehr sauber an. Keine Frage. Und da sieht man es auch schon. 10 Cent. Cent meine ich natürlich, nicht Cent. Egal. Hier schon wieder direkt neben der Hundetatze. Er hat doch so ein bisschen Gespür dafür, wo das Kleingeld liegt. Oder? Ja, da, 10 Cent wieder. Ja, ebenfalls perfektes Signal, das ist ganz klar, auf jeden Fall Geld. 20 Cent, da braucht man gar nicht diskutieren. Also das kann auch zu 100% nur Geld sein bei so einem Signal. Vor allem, wenn das so ein Doppelton ist und das ganz flach liegt, dann ist es ein einfaches Spiel. Ha? Da bin ich mir jetzt zum Beispiel nicht ganz so sicher, aber es könnte ein Euro sein, weil der sich, wie gesagt, manchmal auch ein bisschen unsauber anhört. Jawohl, tatsächlich ein Euro. Okay. Ich weiß, am Anfang, als ich das erstmal mit dem gesucht habe, ich kam überhaupt nicht klar. Er hat so viele Signale gemacht, ich konnte überhaupt nicht deuten. Das 87er. Da bin ich mir wieder relativ sicher. Yep. Und wieder ein Euro. Okay. Na, brechen wir doch nochmal den Rekord heute, oder was? Das sieht mir stark nach aus, wenn wir das noch eine Weile machen hier. Hm. Müll. Und wieder 10 Cent. Ha, kleine 4 macht auch Mist. Und 87er Signal, da bin ich mir auch sehr sicher. Und das sind wieder 10 Cent. Upsala, da. Oh ja. Oh, ein 82er Signal hier. Bald ist die Badestelle hier abgesucht, da müssen wir nochmal rüber gehen an die andere. Nochmal 10 Cent. Und das könnte sein, dass da auf jeden Fall auch nochmal sehr, sehr viel liegen wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es macht kaum Signal. Aber hier liegt einfach ein Ring. Und zwar an der Oberfläche. Ich habe den jetzt wirklich nicht mehr mit dem Detektor gefunden, weil der macht nur ein ganz, ganz schwaches Signal. Krass. Okay, den zeige ich euch mal dicht. Da seht ihr ihn. So ein kleines Steinchen drin. Könnte auf jeden Fall Silber sein. Ich sehe jetzt auf Anhieb auch noch keinen Stempel. Aber krass. Das war jetzt wirklich ein Sichtfund einfach. Wow, nicht schlecht. Läuft doch. Auch mal ein bisschen Spuck gefunden heute. Freut mich. Lass mich mal sehen hier. Doch, 925er. Silber. Sehr, sehr cool. Hätte ich nicht damit gerechnet. Vor allem nicht mit einem Sichtfund. Der lag hier wirklich einfach nur oberflächlich. Aha. Da ist auch was. Sehr, sehr flach auch. Und der nächste Euro. Oh, was sind das? Hä? Okay, so einen Euro habe ich noch nie gesehen. Sieht aus wie so ein Vatikan-Euro oder sowas. Ich weiß es nicht. Steht Stati Ino Obstati. Keine Ahnung. Italienisch vielleicht auch einfach nur. Ich weiß es nicht. Aber der sieht mir ein bisschen besonders aus. Vielleicht haben wir hier einen ganz seltenen Euro gefunden. Das wäre auf jeden Fall krass. Und nächstes Signal. Und 10 Cent. Sehr schön. Oh, gleich noch einer. Hört sich aber nicht so an wie eben. Ah, ein Euro. Und wieder ein spanischer hier. Davon habe ich lange keinen mehr gefunden. Ach, guck mal hier. Ja, die haben gestern auch erzählt, die haben hier mal 30 Euro gefunden. Ja, 50 Cent. Ja, sag mal, wir haben hier vorne nicht müssen mal. Krass. Franke mal hier nicht müssen. Na, dann gehe ich da mal kurz hin. Gehen wir mal gucken. Ah, das klingt auch ganz gut. 20 Cent. Danke. Ich glaube, hier kommt echt am meisten, weil sie echt hier zum Imbiss gehen. Da, mal gucken. Ja, noch ein Signal. Wieder 20 Cent. Krass. Das ist wirklich, also krass, wie viel die Leute an Geld verlieren. Aber hier ist nächste Geld. Ein Euro. Das ist krass. Also man läuft ja hier echt einen Meter und hat drei Geldsignale gefühlt. Ja. 2 Euro.
Das ist wirklich krass. Stimmt, der Sandbereich ist bestimmt auch nochmal richtig gut, ja. Ja, das klingt wieder gut. Ja, 1 Euro tatsächlich. Das ist wirklich unnormal. Oh. Und schon wieder Geld. Schon wieder 1 Euro. Spanischer. Und schon wieder Geld. 50 Cent. Oh Mann. Und hier auch. Vor allem auch teilweise so flach. Also. Hier, 10 Cent wieder. Ja, ich guck hier noch ein bisschen. Ja, 79er Signal könnten 2 Euro sein. Ja. Jawohl, 2 Euro. Tatsächlich. War das ein Eis? Hallo, wie ein Eis heute. Hast du dir heute ein Eis verdient? Ja, schön. Läuft die Kamera, oder? Ja, die Kamera läuft. Alles gut. Ja, das zum Beispiel könnte auch wieder Geld sein. Ha, 1 Euro. Das hast du heute Morgen hier verteilt, oder? Nee. Krass. Tja, hier liegen nochmal 2 Geldstücke rum. Also das ist wirklich abnormal. 10 Cent. Und hier direkt daneben. Nochmal 10 Cent oder was? Ja, 50 Cent. Cool. Warte, war das ein 96er Signal? Ich glaube 86. Na, 50 Cent. Fast. Aber ich hatte auch gedacht, 1 Euro. Klang ein bisschen anders. Hier haben die Leute nämlich immer ihr Eintritt bezahlt und irgendwie ein Eis geholt. Da könnte auch noch ein bisschen was kommen jetzt. Na? Was zum Beispiel? Oh, was ist das denn? Ach, guck mal. DDR-Abzeichen. Den zeige ich euch mal auch dicht. Und ihr könnt ja mal gerne in den Kommentar schreiben, um was es sich hier handeln könnte. Ich weiß es leider nicht, aber ich schätze mal irgendwie 23 Jahre irgendwas. Einfach ein Anstecker. Witzig. War auch nicht alle Tage. 80er. Vielleicht auch 77er Signal. Ein 2-Euro-Stück, womöglich. Doch, tatsächlich. 2-Euro-Stück. Sehr cool. Hört sich auch ganz gut an. Oder ist das nur ein Kron? Ah, ne, ist 1 Euro tatsächlich. Schön. Ich glaube, wir brechen echt den Rekord heute. Ich fasse es nicht. Das hätte ich nicht gedacht. Ah, sehr, sehr schön. Ja, tatsächlich auch doch ein bisschen tiefer als gedacht, aber ja, wieder 10 Cent. Guckt euch diese schöne Raupe mal an. Die muss ich euch jetzt doch nochmal dicht zeigen. Wow. Das habe ich ja auch noch nie gesehen. Eine mit Gelb und Schwarz in drin. Schickes Teil. Ich bin gespannt, ob jemand mal wieder die lateinische Bezeichnung dafür hat. Ich habe jedenfalls keine Ahnung, was das für eine ist hier. Ha, cool. So viele Signale, weil hier direkt wird halt bezahlt. Und hier sind 20 Cent. So, und hier direkt. Na? Ah ja, hier liegt einfach 1 Euro. Also ihr müsst euch vorstellen, die bezahlen hier, das fällt runter und dann ist es weg. Und jetzt finde ich die. Das ist schon cool. Ja. Das ist doch das nächste Stück Kleingeld, oder? Ja, 50 Cent wieder. Ich habe es leider nicht gefilmt, aber wir haben ja nochmal 1 Euro gefunden. Das hat sich nicht gut angehört, das Signal. Aber ich zeige es euch trotzdem. Wir wollen schließlich den Rekord brechen und dafür müssen wir jedes Stück Geld mitzählen. Ja, das müsste auch nochmal Kleingeld sein. Jetzt sind wir nicht so hartnäckig hier. 10 Cent. Und dann höre ich, da ungefähr müsste Geld sein. Und dann gucke ich hier mit dem Pinpointer. So, und dann muss ich hier einmal graben. Und dann sehe ich da 20 Cent. Das ist ja effektiv. So, hier ist nochmal ein 85er Signal. Das könnte jetzt auch nochmal ein bisschen Kleingeld sein. Und dann gehen wir mal langsam rüber zur anderen Badestelle. Da hinten hin. Da ist auch noch eine große Badestelle. Da könnte noch was liegen. Ah, guck hier, nochmal 10 Cent.
Ja, Freunde, ihr seht selber, es läuft einfach viel zu gut, um jetzt aufzuhören. Und deswegen machen wir auch weiter. Ich wechsle jetzt nochmal den Kameraakku, auch wenn das jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen länger gehen würde als geplant. Aber ja, wir werden jetzt noch einmal kurz hinten lang gehen und dann hinten zu der anderen Badestelle. Wir haben jetzt nur diese Badestelle und vorne im Eingangsbereich gesucht. Da kam einfach so viel Geld, das ist unfassbar. Deswegen jetzt nochmal hinten die Badestelle. Und ja, dann wollen wir mal sehen, ob wir den Rekord heute aus Versehen doch noch brechen, weil damit hätte ich auf jeden Fall nicht gerechnet. So, hier ist jetzt der FKK-Strand anscheinend. Und die Jungs sagen, dass hier auf jeden Fall richtig, richtig viel liegt. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass hier schon mal jemand gesucht hat. Deswegen ist das hier gefundenes Fressen. Auch viele Kronkorken? Na gut, den nehmen wir mit. Und das ging schnell. Hier ist tatsächlich auch schon das erste Signal am FKK-Strand. Zum Glück sind hier keine Leute, sonst wäre es schwierig mit dem Film, ne? Und, ach, perfekt. Da sind schon die ersten 10 Cent. Das heißt, hier wird auf jeden Fall ein bisschen Kleingeld kommen. Hm? Ist hier vielleicht sogar gleich noch mehr oder ist das ein... Ne, das ist ein Deckel, glaube ich, oder? Ne, ist ein Ring. Oder? Ja, ist ein kleiner Ring. Modeschmuck, nichts Besonderes, aber zählen wir mal als Schmuck auf jeden Fall. Sehr cool. Läuft doch ganz gut. Mal sehen, was hier noch alles so kommt. So, hier bei dieser Fußspur, die übrigens nicht von mir ist, haben wir noch ein kleines Geldsignal. Ah, 20 Cent. Das ging schnell. Das Signal ist hier ein bisschen tiefer. Gucken, ob das überhaupt was Gutes sein kann. Ich fürchte ja eigentlich... Oh! Nicht, dachte ich. Das sind 50 Pfennig DDR. Da haben wir schon 1,50 Mark. Da kann man wieder einen anderen Counter starten. Ist wahrscheinlich schon gestartet. Witzig. Aber ist halt auch ein gutes Indiz, beziehungsweise fast schon Beweis dafür, dass hier eigentlich noch nicht so wirklich gesucht wurde, wenn hier auch noch alte Münzen kommen. Ja, schönes 83er Signal könnte wieder ein bisschen Kleingeld sein. Ja. Na, jawohl, 10 Cent. Aber irgendwie komisch, hier sind eher so kleinere Münzen vom Wert her. Na, auch von der Größe. Aber ja, mal gucken, vielleicht finden wir auch nochmal ein 2-Euro-Stück hier, damit wir noch dem Rekord dichter kommen. So, ich habe es leider nicht gefilmt. Ich habe hier noch ein 2-Euro-Stück gefunden und ich würde sagen, damit werden wir es jetzt beenden hier an der Stelle und wir sehen uns gleich am Auto wieder und dann zeige ich euch mal das ganze Zeug und ich muss mir selber erstmal einen Überblick verschaffen, was ich alles gefunden habe, wie viel. Aber ich glaube Rekord, ich weiß noch nicht, ob es der Rekord war, aber ich zeige euch auch die anderen Funde nochmal, also bis gleich. So, ein relativ abruptes Ende, ihr habt es ja gesehen oder auch nicht, hinten an dem FKK-Strand, da kam fast gar nichts mehr. Ich glaube, wir haben 2 mal 10 Cent gefunden, immerhin nochmal einen Modeschmuckring. Aber ja, ich zeige euch jetzt trotzdem nochmal das ganze Geld. Ich bin gespannt, wie viel es insgesamt waren. Ich glaube nicht, dass wir den Rekord gebrochen haben, aber wir werden es ja schon im Counter gesehen haben. Insgesamt muss ich sagen, das ist wieder eine Menge Geld zusammengekommen. Das Geld, was ich spenden werde, kommt bald, das Video. Ich muss nur noch eine gute Möglichkeit finden, das irgendwo einzahlen zu können, ohne gleich 50 Euro Gebühren zu zahlen. Und dann wird das Video auch demnächst hoffentlich kommen. Also könnt ihr euch darauf freuen. Wow, okay, ich habe doch gerade mal das Geld gezählt und wir haben den Rekord doch tatsächlich gebrochen. Es sind einfach 50 Euro, beziehungsweise knapp drüber. Ich glaube, unser Rekord lag bei 50 Euro im Prero, ein bisschen drunter war es, glaube ich sogar. Das Geld hier habe ich nicht mal gefilmt, also das habe ich jetzt auch nicht mitgezählt. Und ich weiß hier nicht, wie der Counter jetzt am Ende war, aber ich denke, es waren eigentlich 50 Euro. Dann haben wir hier noch diesen wunderbaren kleinen Ring gefunden, den habt ihr auch gesehen. Hier sieht man auch nochmal den Stempel 925 ALE. Und hier ist nochmal dieser Modeschmuckring da vom FKK-Strand. Und fast vergessen, hier den ganzen Müll noch zu zeigen. Da war natürlich auch wieder eine Menge mit dabei. Ich habe sicherlich nicht alles gezeigt, aber hier diese Deckel, die kann man zum Beispiel auch spenden. Das ist super. Und generell haben wir mit dem ganzen Plastikmüll hier was Gutes für die Umwelt getan. Und das ist halt auch das, worum es bei der Schatzsuche geht, finde ich. Ja, dann war das doch echt tatsächlich erfolgreicher als gedacht. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir den Rekord wirklich brechen. Und ich bin sehr froh darüber. Wieder ein bisschen mehr Geld zum Spenden. Da freue ich mich auf jeden Fall. Und ja, es lehnen nochmal liebe Grüße raus an den Zuschauer, die ich heute getroffen habe. Und an den Mario, der mich hier hat suchen lassen. Das ist natürlich wunderbar und ist halt eine Möglichkeit, die man nicht einfach so hat, auch dass wir übernachten dürfen. Deswegen Dankeschön nochmal an der Stelle. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, wo ich noch so suchen gehen könnte. Und bald geht es los auf die Europa-Tour. Dann bin ich mal gespannt, wie man so in anderen Ländern an den Stränden findet. Aber wir gehen natürlich auch nach alten Sachen suchen. Also keine Angst, wir suchen nicht nur nach Kleingeld. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein. Dankeschön nochmal an Clark und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Geheimnis besitzt.
selbst den kühnsten Piraten hier wird Angst und Bange, weil einer von beiden den Schatz sicher kriegt. Die Gebrüder von Lange, die suchen noch lange nach einem verborgenen Schatz, nach einem verborgenen Schatz.